Lied, das ich ebenfalls als Volkslied zeichnen würde. Jedenfalls erfüllt es ein wichtiges Kriterium, das ein Volkslied zu erfüllen hat, nämlich Autor unbekannt. Ich denke mal, das ist ein zwangsrekrutierter preußischer Soldat geschrieben hat. Geschrieben vielleicht nicht, sie konnten damals nicht schreiben, oder wenige. Es ist mündlich überliefert und irgendwann notiert worden. Gut. Ein Soldat der preußischen Armee im 18. Jahrhundert unter Friedrich Wilhelm I. Das war der sogenannte Soldatenkönig, der Vater von Friedrich dem Großen. In diesem Lied kommt diese Armee und der Wehrdienst sozusagen nicht gut weg, der preußische. Aber das habt ihr ja gern hier in Augsburg. Nehme ich mal, wenn das Preußische so ein bisschen angegriffen wird. Auch wenn es 200 Jahre her ist. Naja, Friedrich Wilhelm, das war der König mit dem sogenannten Tabakkollegium. Die rauchten da immer Pfeife oder so. Und das wäre speziell. Und der mit der Garde, mit der langen Kerz, der hat eine Garde aufgestellt mit langen Kerzen, die mussten alle über 1,50 groß sein. Und hatte keine Chance. Und aber das war aber nicht diese Garde, von der in diesem Lied Rede ist. Dieses Lied gibt uns einen Einblick in die Probleme der inneren Führung der Armee sozusagen. So würde man heute bei der Bundeswehr das formulieren. Damals hat man es sicher anders ausgedrückt. Und König